Hallo Leute, ja, hier sind wir wieder unterwegs in unserem kleinen Asteroiden und hoffen, dass hier was klappt oder nicht klappt. Wir müssen mal gucken, dass wir jetzt das mit dem Algen und dem Wasser hinkriegen. Alles nach dem Logo auf dem Großbildschirm. Jetzt müssen wir mal schauen. Hier habe ich gerade noch was angemacht. Flitzen ja gerade so lang. Bin ich hier in irgendeiner schnellen Spielstufe gerade? Ich weiß es gar nicht. Ach, hier oben ist es. Ah, tatsächlich bin ich in der schnellen Spielstufe. Gut, wir sind hier unterwegs. Da haben wir gerade schon was weggemacht. Das ist jetzt zugemacht worden. Das bedeutet. Mach den Stein da auch noch hin. Kriegen wir das? Das kann schon mal zerlegt werden. Der kann auch dann zerlegt werden. So, wir haben hier schon fertig. Müssten jetzt hier nur gucken, dass wir da. Oh, der sieht schon schlecht aus hier, ne? Was hat denn der für eine nasse Füße, hungrig? Reizhusten. Na, das fängt schon an mit den Keimen wahrscheinlich, ne? Ja, hier drinnen vielleicht aber auch nur, oder? Ich glaube, da brauchen wir Filter. Dornenblüten sind es aber. Da weiß ich noch nicht. Das müssen wir mal schauen. Warte mal, hier auch schon, hier auch schon. Das heißt, was sind das denn? Lebensmittel, Keime, Lebensmittelvergifte. Oh, ich glaube, wir haben ein Problem. Ein etwas größeres Problem. Ist alles verkeimt, ne? Oh Mann, ey. Warum ist hier so viel Wasser? Das kann man bestimmt nicht mehr aufwischen, oder? Deswegen haben wir das hier auch schon so gemacht. Dann grab den mal da noch frei. Aber wir müssen trotzdem unsere Algen weiterkriegen und wir müssen auch unser. Ich glaube, die sind hier schon da gewesen, haben das schon gemacht, ne? Sieht so aus. Hier fehlt Strom. Kabel. Oh, das wird weit. Stopp mal, das ist falsch. Kann ich das noch drüber legen? Wie kriegen wir das hier am geschicktesten hin? Sinn, da weiterzubauen. Hier ist der verschmutzte Sauerstoff auch schon, ne? Hier können wir mal durch. Macht auch Sinn, da durchzugehen, weil. Ne, graben. Weil dann brauchen die da oben nicht rumrennen. Das ist alles Schleim, ne? Und der ist nicht kontaminiert, oder? Nur da. Dann kann ich den hier komplett eigentlich abbauen, ne? Und den gewinne ich ja unten bei mir zum Algenmachen dann. Strom. So, wäre schon mal richtig, ne? Ja, und dann müssen wir aber noch einen Pumpenanschluss haben, ne? Also Sanitärleitung. Grün war Ausgang, weiß ist Eingang, okay. Dann würden wir da schon mal hinkommen. Und dann, wie geht's dann weiter, ne? Gute Frage, aber wir haben da erstmal mit genug zu tun, denke ich. Das alles so schaffen. Okay, da wird schon mal was weggewischt. Das geht.
Das schwappt da immer noch rauf. Vielleicht kriegen wir das sogar hin, dass wir da einen Stein hinmachen und dann weiterwischen können, ne? Wasser wird sofort geholt. Ist hier schon mal was passiert? Da wird weiter gearbeitet, okay. Wo gehen die alle hin jetzt? Hier oben, okay. Hier ist natürlich so schlechte Luft und ich gehe da rein, ne? Hier oben wäre eine Schleuse sinnig gewesen, ne? Ja. Aber wo willst du das jetzt hier so schnell mal gerade eben hinbauen? Hier zum Beispiel. Kann ich das da hinbauen? Das ist die Frage. Ich glaube, ich könnte bis dahin abbauen. Und dann kann ich den setzen, ne? Hier ist kein Strom, ne? Warum ist da kein Strom? Hier sind falsche Kabel. Zerlegen. Das macht so keinen Sinn. Und die nicht upgraden? Hier fehlt's, okay. Und da fehlt es daran, dass das da nicht gebaut werden kann. Und dann buddel das mal schneller aus. Achso, die Leitung können wir dann auch schneller machen. Deswegen ist da oben kein Strom. Wo sind die alle? Hier können wir noch was machen. Gucken wir mal rein. Hilfspaket Eis. 4 Tonnen nehmen wir. Das müssen wir noch schnell irgendwo einlagern, ne? Wo war denn das Ding zum Einlagern? Hier, ne? Nur beim Aufräumen. Was soll denn da rein, bitteschön? Hier ist gar kein Wasser mehr. Kann sie also abreißen. Hier ist noch Wasser, aber sonst haben wir kein Wasser. Wo war Pumpe? Hier oben war Pumpe. Kriegen wir das Wasser hier irgendwie jetzt gerade aufräumen? Aber wo es hingeräumt wird, weiß ich nicht. Wenn dann hier wäre schön. Wenn es jetzt hier schmilzt, ist auch nicht so dolle, ne? Wird es hier runter tropfen? Wäre keine Lösung. Sieht es denn hier mit Dingens aus? Und das ist kontaminiert. Wir müssen Filter haben. Ich baue mal da einen rein. Hier waren überall Probleme, ne, mit Sauerstoff, mit Filter, mit Keimen. Viertausend Keime. Kriegen wir das hin? Ich weiß es nicht. Wo sind die Keime? Hier auch? Hier sind auch welche drin.
Hier sind noch nicht so viele drinne. Hier sind die meisten. 4000. Hier sind ziemlich viele Keime drinne. Tja, müssen wir gucken, wie wir das in den Griff kriegen, ne? Ton. Wenn wir hier den Container leer machen. Die sind alle leer, bis auf den da. Was kommt da rein? Dann ist das schon weg. Was ist hier jetzt drin? Eis. Wohl, können wir das noch abbringen? Vielleicht, ich weiß nicht, ob das Wasser da reinschmilzt, keine Ahnung. Unser Öl läuft auf jeden Fall, ne? Was macht er denn hier? Und das haben wir hier zwar alles abgeschlossen, wir haben hier die Pumpe sitzen. Ist die aus einem, welche Qualität hat die denn hier? Goldamalgam, das passt also. Ich habe keine Ahnung, ob wir das richtig oder falsch gemacht haben. Das ist unsere einzigste Wasserhoffnung, die wir haben, ne? Warte mal, hat die denn einen Wasseranschluss? Ich glaube nicht, ne? Radiatorrohr brauchen wir, wenn. Ne, das Rohr ist auch schon da. Ist das Radiatorrohr? Ja, haben wir gebaut. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das dann hinkriegen. Weiß ich auch noch nicht. Hier fehlt jetzt Strom. Der braucht bestimmt dann auch Strom. Mal ruhig das dicke Kabel auch, wenn das andere dünn ist, dann haben wir das schon. Goldamalgam liegt da auch noch. Können wir erstmal liegen lassen, denke ich. Was mit Essen? 20.000 ist jetzt nicht ganz so viel mehr. Hier kann auch noch Strom hin. Warte, der hat auch keinen Strom. Tja, wollen wir mal, dass wir es irgendwie in den Griff kriegen mit den Keimen. Sonst sind wir nämlich hier ganz schnell kaputt. Aber Algen? 58 Kilo, auch zu wenig. Oh, die sind schon hier durch. Wo haben wir hier noch Algen? Da. Hier sehe ich sonst keine mehr, oder? Das könnte noch eine Alge sein. Das sind alles Algen hier. Da ist auch eine, weiß nicht, da könnten sie sogar hinklettern. Da wohl nicht, oder? Vielleicht doch, müssen wir gucken. Hier gerade eine höhere Prio drauf. Ich glaube, da können sie so hinkommen, ne? Er schon unterwegs, gereizte Lunge läuft. Ist das hier Ton? Warum läuft er jetzt da oben lang?
Oder hier hin, weil wahrscheinlich, ne? Ja. Warum das nicht? Keine Ahnung. Sonst ist hier nichts mit Algen mehr, oder? Ne, sieht nicht so aus. Das Ton. Finde ich noch irgendwo Algen? Da. Irgendwo noch was Grünes. Hier sind Algen. Ich weiß nicht, ob sie da rüberkommen, aber wenn, dann müssen sie hier rüberklettern. So. Hier gibt es noch Algen. Leiter runterziehen. Und graben. Es geht nur so. Da sind auch noch Algen. Oh, hier sind ganz viele Algen. Das heißt, Leiter, nochmal einen tiefer, dann graben wir uns hier rüber, dann wieder die Leiter, und graben da rüber. Ja, das muss erstmal gehen. Hier eine Leiter runter. Da sind auch noch Algen. Ja. Wie sind die Priorhöhen, ne? So. Ja, müssen wir gucken, wie wir das mit den schicken Keimen hier hinkriegen, ne? 4000. Hier sind teilweise auch 5000 zu sehen. Hier sieht es mir aus, als ob hier die meisten eigentlich wären. Ja, 50.000. Wieso das denn? Was hier passiert? Was ist hier passiert, dass wir hier dieses Zeug drin haben? Oxalit. Ja, das wollte ich schon und dann wollte ich noch einen Gitterziegel, luftfeuchtig. Vielleicht geht das so, weiß ich nicht. Ja, müssen wir gucken, weiß ich noch nicht. Müssen wir schauen, wie weit wir hier kommen. Wie weit ist denn hier die Leitung hoch? Und da fehlt es noch überall. Wahrscheinlich keine Materialien mehr, ne? Kann das sein? Wo war das jetzt? Hier unten. Kupfer. Hier, das passt noch alles. Kohle haben wir wohl auch noch. Läuft erstmal, oder? Hier wäre noch Kupfererz. Können wir eigentlich auch abbauen, ne? Ne, graben. Weiß gar nicht, ob die da hinkommen. Könnte aber sein. Ja. Luftreiniger haben wir hier jetzt.
Wie sieht es hier aus? Wahrscheinlich alles rot. Ne, ist gar nicht mal so schlimm. Sauerstoffmäßig ist was da. Allerdings, wie gesagt, alles verkeimt. Hier oben ist es ganz schlecht. Da ist es verschmutzter Sauerstoff natürlich. Ja, weiß ich nicht, wie wir das alle hinkriegen. Ich glaube, wir müssen den abreißen, ne? Wieso? Ah, hier sind noch Algen. Gut, Prio hoch. Wie viel haben wir? Keine. Keine einzige. Oh, das wird schwer. Okay, ich würde aber sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.